Leute. Wir haben alle meine oberen Charaktere auf Level 50 und meine unteren auf Level 45, 46. Deswegen reicht das so. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Wir möchten als nächstes in die Wüstenhöhle von Yampi gehen. Richtig, richtig. Gut. Ja. Und ich möchte noch nach Yalam den Rest noch schmieden lassen eigentlich. Ja, wir sind da. Ich hab's ja schon verstanden. Ich muss ja kurz was trinken. Mein Gott. So. Diesmal hat das Level noch nicht so lange gedauert, weil die Gegner da drin waren echt gut zum Leveln. Und da gab's so ein paar Vögel. Die einfach super waren. Teleporter. Was ist die Yampi-Wüste? Die hier? Oder die hier unten? Ich schau mal kurz nach. Nicht, dass ich wieder 3 Stunden über diese Weltkarte segle. Ja doch, es ist die hier. Am besten fliegen wir nach Alhavra. Wow. Hi. Ich möchte kurz noch in die Church. Wo ist denn die Church? Lass mich mal durch! Zeug verkaufen. Wir haben nämlich viel zu viel Schmarrn dabei. Ach, lass mich einfach bei dir. Das kann ich schmieden. Naja, ich habe halt viel so Zeug dabei, das man schmieden muss. Ja, das reicht. Ciao. Dann gehen wir doch mal. Och nö. Ich muss die jetzt auch noch finden, oder was? Das mag ich aber nicht. Hier rein. Nee. Sieht nur so komisch aus. Alles klar. Das akzeptiere ich natürlich. Könnt ihr mich mal bitte nicht nerven jetzt hier? Ich brauche so schwache Gegner wie euch nicht mehr.
keine Höhle wäre. Ich will es einfach nie einsehen, sowas. Die Höhle hier. Quatsch, oder? Felix hat über 10.000 Lebenspunkte. Abgefallen. Das gibt es auch gar nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich geh jetzt hoch. Da! Warte. Oh. Gehen wir nochmal raus hier. Stimmt, aber ich bin ja in der Wüste. Wie konnte ich das nur vergessen? So, wartet mal. Die bilden den Fall, gell? Ja. Und wo kann ich... Also, wir buddeln uns jetzt mal ein. Hier können wir ja dann hoch. Wow. Nee, das war irgendwie nicht richtig, oder? Oder doch? Ah, doch. Boah, da kommt doch kein Mensch drauf. Okay, eine Mimik! Hi! Nein, doch nicht. Wow, krass. Ich war fest davon überzeugt, dass es eine Mimik ist. Dann können wir uns hier teleportieren. So, und wir haben viele, 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 viele Wege. Der führt mich schon mal nicht weiter. Voll bedrohlich hier. Lindruhe. Versanden. Ich weiß erstes hier lang. Wieso? Keine Ahnung. Boom! Ich weiß doch jetzt auch nicht immer. Wieso gibt es hier immer eigentlich 3 Milliarden Wege? Ich gehe durch die obere Tür. Ich dachte gerade, wie soll ich denn da hinkommen? Aber ja. Vergesst. Yeah.
nichts machen. Denn hier muss ich erst von der anderen Seite irgendwie hin und den Stein wegschieben. Ach, ihr nervt. Sandskorpion. Da komme ich hier. Oha, da liegt was. Das können wir ausbuddeln. Mithrilsilber. Schön. Dann gehen wir mal da lang. Kämpfen gegen die zwei Heinis. Kommen wir her. Hm. Schön. Das heißt, ich habe immer noch keine Ahnung. Ich kann mich hier nicht orientieren. Schon gar nicht, wenn ich die ganze Zeit aus den Kämpfen... Ich kann ihn von hier aus nicht explodieren lassen, richtig? Ich glaube, das probiere ich auch in jedem Dungeon wieder. Na... Jetzt eine Krise. Egal wo ich hingehe, es klappt nicht. Das ist doch doof. Ja, aber jetzt war ich doch schon überall. Hier kam ich nicht weiter, richtig? Ich komme nirgends weiter. Nein. Wenn mein Orientierungssinn ein bisschen besser wäre, wäre das alles hier sicher kein Problem. Aber mein Orientierungssinn ist für einen Abfalleimer. Ich muss also da oben weiterkommen. Alles andere macht gar keinen Sinn. So. Hier war das verbuddelt, oder? Hier muss es noch einen weiteren Weg gehen. Oh. Ja, ich sehe es. Ich bin so blöd. Ich vergesse immer, dass ich mich einsammeln kann. Und ist ja kein Problem. Ich kann ja hier einfach wieder raus und den Stein verschieben. Voll die schwere Lösung, ey. Gott, ich hasse mich gerade selbst.
so. So. Und so. Ganz schön tricky hier. Und so. Und der Weg ist Ihnen frei, Mr. Felix. Aha. Das ist aber schön. Eine Abkürzung. Boom! Ich mag dieses Boom. Ich mag allgemein, wenn was explodiert, mochte ich schon immer. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie faszinierend und das macht Boom und es ist so toll. Da ist was. Und ich finde raus was. Das ist nämlich ja bestimmt der Djinn, der hier in dieser Höhle versteckt ist. Aber wie kamen wir denn da hin? Buddel dich ein, Felix. Was? Okay. Dann setze ich halt Rückzug ein. Mir ist das doch egal. Dein Ernst? Alter. Gut, dass das nicht übertrieben ist. Ich wusste natürlich nicht, dass ich dann gleich komplett aus der Wüste raus muss. Felix? Hilfe. Gut, dann gehen wir eben nochmal zurück. Tut mir leid, aber ihr habt gesehen, ich hing fest. Ha. Aber ich habe den Weg ja jetzt gelernt. Ich bin nur ein Sandmann. So. Da war ich etwas zu voreilig und wollte etwas zu früh raus. Mann, ich dachte, ich komme hier raus. Wer soll das auch ahnen? Ich will auch nur zu diesem kleinen Djinn. Sollen sonst unter dem Wasser, unter dem Boden sein. Nicht euer Scheiß Ernst. Ich muss alles nochmal machen. Wieso? Das finde ich jetzt gar nicht lustig.
absolut nicht lustig. Ich muss sie komplett neu machen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Tschüss.